Ich weiß von hochrangigen Geheimbündlern, dass ihre Meinung, die sie auch dann weitergeben, wenn man so von Grad zu Grad nach oben wandert, da fängt es so an, ab dem 20., 22. Grad fangen sie wirklich an auszupacken. Dann wird also letztlich das luziferische Gedankengut immer tiefer dargestellt. Und das Ziel ist, sich langsam durch immer tiefere Erkenntnis dieser pantheistischen Energiestruktur, sich langsam zum, ja, selbst zum Schöpfer, also selbst zum Gott zu entwickeln. Also die satanischen Kräfte, wie sie uns heute ganz konkret begegnen, zum Beispiel in Form von den hochrangigen Geheimbundleuten, die auch da übrigens recht offen drüber sprechen. Die sprechen über gewisse Manipulationen nicht offen, aber über ihr Denken sprechen die, wenn man mit erstaunlich offen. Ja, also sie sagen es natürlich, schreien es nicht von der Straße, aber das sind Dinge, die sehr offen diskutiert werden. Und da heißt einfach, dass dieser Luzifer, ja, nicht glaubt und Sie als Anhänger Luzifers nicht glauben, dass es hinter diesen ganzen Schöpfungskräften, zum Beispiel eines Jesus Christus, einen personalen Gott gibt. Und deswegen ist es keine Rebellion gegen einen Vatergott, der Urgrund allen Seins sein sollte, sondern Luzifer rebelliert gegen diesen Jesus Christus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass uns das immer wieder klar wird, dass wir nicht lediglich mit großem Abscheu oder auf diese Machenschaften schauen, sondern dass wir sehen, da sind zutiefst verblendete und verführte Kreaturen am Werk, und zwar nicht nur Menschen, sondern in großem Stil auch Geistwesen. Und wir werden immer mehr auch Geistwesen im Sichtbaren erleben. Ich bin fest überzeugt, dass es keine 5 Jahre mehr dauert, dass wir in Anführungszeichen offiziell UFO-Besuch kriegen, ja, wo dann also Planetarier kommen. Das sind im Grunde genommen materialisierte Dämonen, die hier dann bestimmte Aufgaben übernehmen, um das Ganze weiterzuführen, ähnlich wie das ja schon mal in der Zeit Noahs vor der Sintflut war. Ja, dort war es ja so konkret, dass sie sich sogar verbunden, vermischt haben mit den Töchtern der Menschen. Ihr habt ja in den letzten Tagen da gehört, dass der Obama ganz stolz verkündet hat, sie hätten den Bin Laden gefunden und umgebracht, richtig? Entschuldigung, das ist eine absolut lächerliche Story. Der Obama, das wissen also Insider schon seit Jahren, ist im Dezember 2001 an seinen schweren Nierenleiden in Afghanistan gestorben, ist von seiner Familie auch begraben worden, das wird von denen auch bestätigt, und ist einfach, der hat mit dem 11. September ja auch überhaupt nichts zu tun gehabt, der war ja CIA-Agent, ja, gegen die Russen in Afghanistan. Und die Hillary Clinton hat jetzt gerade vor kurzem bestätigt, ja, sie hätten den Osama Bin Laden finanziert, ja, über die CIA. Wir sind unmittelbar, ja, wenige Monate, ja, vor dem Beginn grundlegender Umwälzungen. Übrigens habe ich gerade heute Morgen noch eine Analyse gekriegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser große inszenierte Terrorakt in Deutschland stattfinden wird, relativ hoch ist. Ja, also unter anderem wird gehandelt, Berlin im Juni, im Juni zum Beginn der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Weil Deutschland hat sich ja immer irgendwo zurückgehalten in dieser ganzen Frage Nordafrika und Iran. Ja. Und jetzt stellt euch vor, angeblich machen die extremen Moslems in Deutschland so einen riesen Terrorakt, was das in Deutschland auslöst. Auch gegenüber den armen Moslems, die zum Teil hier leben und die damit nun wirklich nichts zu tun haben. Und dann passiert etwas, was auch schon vorbereitet wird. Ihr habt ja mitgekriegt, dass man Kinderschändungen bei Priestern aufgedeckt hat. Ja? Der nächste Schritt wird sein, dass man die satanischen Rituale von Priestern aufdeckt. Es gibt einen erschreckenden Prozentsatz von Priestern, die Satanisten sind.
Und wenn man diese satanischen Rituale aufdeckt, das ist so scheußlich, ja, dann hat die Kirche erstmal ihre Legitimation vollständig verloren. Das macht man, damit die Kirche in dem, was jetzt dann kommt, nicht mehr Friedensstifter sein kann, weil sie nicht mehr akzeptiert wird. Und dann kommt der Kollaps von Dollar, Euro, Yen, Sterling Pound, eventuell reißt den Schweizer Franken auch noch mit runter. Ja. Und wenn das passiert ist, ja, dann stehen Millionen Wutbürger, ja, in USA und in Europa auf den Straßen. Und dann geht es richtig zur Sache. Wir sind Feinde Luzifers. Definitiv. So wie er, ja, Jesus Christus als seinen Feind sieht, sieht er jeden von uns als Glieder an diesem Christus als seinen Feind. Damit muss die Welt uns zwangsläufig hassen. Denn es steht geschrieben, die, denen nie von ihm gesprochen wurde, sollen sehen, und die nie von ihm gehört haben, sollen verstehen. Also wurde er von den Toten erweckt und fuhr in den Himmel auf. Wir wissen, dass jenen, die Gott lieben, alles gelingt. Jenen, die berufen werden, weil sie seinen Absichten entsprechen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Herrscher, noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe oder Tiefe, noch sonst irgendetwas in der gesamten Schöpfung es vermögen wird, uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Erlöser, zu trennen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Fürchte dich nicht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun bin ich lebendig bis in alle Ewigkeit und habe Macht über Tod und Unterwelt. Schreibe nieder, was ich dir zeigen werde. Es sind Botschaften für alle Gemeinden. Gott wird immer siegen, Freunde. Sein Sieg über das Böse ist die Wurzel unseres Glaubens. Die Worte Jesu werden jeden Tag aufs Neue vor unseren Augen wahr und werden immer weiter wahr werden bis zum Ende aller Zeiten. Selig ist der, der sein Gebot befolgt, dass die Menschen einander lieben sollen und
eine bessere Welt schaffen. Möge die Gnade des Herrn Jesus mit euch sein. Amen. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Hier wohnt Gott bei den Menschen, und er wird seine Wohnung bei ihnen nehmen. Sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein. Gott mit ihnen. Und er wird ihnen die Tränen von den Augen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, keine Klagen mehr, noch Trauer, noch Schmerz. Was früher war, ist vergangen. Der Geist und die Braut sprechen: Komm, lasset alle kommen, die durstig sind. Und wer es will, der nehme das Wasser des Lebens und nehme es umsonst. Amen. Komm, Herr Jesus. Who murdered Osama bin Laden. Now I know the man who murdered Osama bin Laden. Who's responsible for the lie? Is it Benazir Bhutto or is it Obama? You must publish only documented fact. And you must stay away from printing articles from people who will not document as fact what they put in their articles. Seek ye the truth, and the truth will make you free, and nothing else will do it. Jesus Christ has never lied to anybody. Why won't you listen to him? Don't spread a rumor. Spread the truth. Document it. Prove it. Make it irrefutable, and you too will become dangerous to those who admire us in lies and enslave us. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Und es ist die Zeit gekommen, wo wir dieser unglaublich, unglaublichen Ungerechtigkeit ein Ende bereiten. Ladies and gentlemen, focus your mind! Jesus is coming! Are you ready to meet your God? This is the forum. And as always, whether you like it or not, the truth is the truth. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. I have the impression that Germany is to become a center for the sending forth of missionaries and the word of God to the whole world. Und ich habe den Eindruck, dass Deutschland zu einem Missionszentrum wird, von wo aus das Wort Gottes in die ganze Welt gehen wird. As citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.